Moin, moin, liebe Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Alice, sorry, 22 nordfriesischer Marsch, vierfach. Mit Release-Infos heute am Start, liebe Leute, auf YouTube und auch, liebe Leute, im Livestream auf Twitch. Erstmal hier Twitch, moin, moin. Schön, dass ihr da seid. Ja, im Intro steht es noch so schön, 78 Felder, ne? Wahrscheinlich habe ich ein Problem und muss 79 Felder draus machen. Ist wieder dieser Totalpanne-Giants-Fehler. Ich weiß nicht, was Giants, warum das so schrottig ist, was die Anzahl von Feldern angeht und die KI, die dann einfach alle Felder gleich pflanzt. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich am Anfang das Problem hatte, dass jedes Feld die gleiche Frucht hatte. Und nachher herausgefunden hatte, dass es mit der Anzahl der Felder auf der Karte zusammenhängt. Was heißt, ich hatte zum Beispiel 66 Felder auf der Karte und KI hat überall Raps angepflanzt. Jedes Feld pauschal platt mit Raps. Hatte ich 67 Felder, funktionierte das Ganze. Gemoddet hin und her, hatte dann irgendwann 77 Felder, gleicher Fehler. KI hat einfach wieder auf jedes Feld die gleiche Frucht gepackt. Total dumm. Also die KI, was das Map-Modding angeht, ist total dumm. Jetzt habe ich mich hingesetzt, gestern, vorgestern, heute, kurz so ein bisschen, wo ich Zeit hatte, und versucht, zwei Multifruits mit reinzubringen und hatte dann wieder das gleiche Problem. Die Multifruits sind drinnen, scheinen auch auf den ersten Blick zu funktionieren. Ich habe sie jetzt hier noch nicht drin, weil das hier ist noch sozusagen die voll funktionsfähige Funktion, nicht meine Testversion. Aber ich habe zwei Modfrüchte drin, basiert auf Standardfrüchten sozusagen, wie ich schon angekündigt hatte. Und dann habe ich wieder das Problem. KI pflanzt auf jedes Feld das gleiche, bei der Anzahl von 78 Feldern. Wenn ich jetzt einfach irgendwo ein Feld dazu packe, 79 Felder, funktioniert wieder alles. Und jetzt erzählt mir mal, wie logisch das ist. Also so ein krasser Quatsch. Soll im nächsten Patch gefixt werden. Ja, das bringt wahrscheinlich nichts mehr für vorhandene Modmaps, ne? Ich weiß nicht, ob die da so weit in die Technik bei vorhandenen Modmaps eingreifen können. Ich sag danke für den Support. Wer sind am Start? Milke mit 100 Bits, danke. Bix mit dem Prime Sub, danke. Neue Leute am Start, moin moin. Milke, danke. Ne, David, danke. Erde, danke. Adler, danke. Da Sachse, danke. Stege, danke. Pilz, danke. Erdeschnecke, danke. Und Eisbär, danke für 1000 Bits noch hier. Echt, also total nervig. Also, ne, wie gesagt, es sah so schön aus, aber ich habe schon überlegt, ich werde wahrscheinlich, dann wisst ihr das schon mal, Hier ist ja so eine mini kleine Ecke frei, ne? Ich habe auch von Holger das neue Update vom Autodrive-Netz drauf. Wie ihr seht, der ist so gut wie fertig, hat alle Felder eingefahren. Also wahrscheinlich werde ich hier vorne einfach so ein kleines Mini-Grasfeld definieren oder so. Und fertig. Ich werde vielleicht die Nummerierung nochmal machen, irgendwie, dass das große ist dann 79 und hier so ein Mini-Feld 78. Aber was ein Quatsch. Das heißt, ich meine, ich kriege das hier einigermaßen rein, ne? Ohne alles über den Haufen zu werfen müssen, aber... Es ist so dumm. Es ist so krass dumm. Also ich verstehe es auch nicht. Also da ist Giants echt Panne. Das Problem, ich meine, immer wenn man weiß, woran es liegt, kriegt man es immer behoben. Ne? Mal muss man ein Feld dazu tun, mal vielleicht ein Feld wegnehmen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach ein virtuelles Feld hier irgendwo im Meer versenke, so nach dem Motto, von wegen einfach nur so ein Pixel, was dann als Feld 79 zählt und sind alle glücklich, ne? Mann, doch. So, aber viel interessanter, genau, Release-Planung steht an, liebe Leute. Und zwar habe ich mir jetzt doch mal abschließend Gedanken gemacht. Wir werden natürlich ein Stück weit zu unserem Wort stehen. Landwirte und Gutsherren und Streaming Landwirt NMV werden die Karte wohl am Sonntag, ich denke im Laufe des Nachmittags-Abend kriegen. Und komplett vollständiger Release wird dann Donnerstagabend wahrscheinlich sein. Ich gehe davon aus, dass Montag und Dienstag eine Reihe kleiner Fehler noch gemeldet werden, die ich dann eben noch Montag, Dienstag in Ruhe beheben kann. Mittwochabend vielleicht auch noch, um dann am Donnerstag eine fast fehlerfreie Version anbieten zu können. So der Laden. Ganz genau, die ohne Gräben ist auch noch so eine andere Baustelle. So, moin, den haben wir noch nicht. Brillo mit dem Prime Sub am Start und Mike auch mit dem Prime Sub am Start. Danke. Und gerade auch nochmal einen dicken 1000 Bits, Leute. Das ist krass, danke. Ja, also so sieht's aus. Nächste Woche Donnerstag. Nicht morgen, nein, nächste Woche Donnerstag. Heute Abend nur ein kleiner Infostream hier. Ich werde jetzt noch entspannt vier Folgen, glaube ich, aufnehmen. Und ja, dann wisst ihr schon mal, geht dann los. Produktinformationen geben, das weiß ich noch nicht.
Das kommt darauf an, wie sehr man sich mit solchen anderen Sachen jetzt aufhält. Stichwort, was ich jetzt die letzten 3 Tage fast ausschließlich gemacht habe, sind Punkte auf den Straßen verlegt, damit irgendwie, habe ich die Datei jetzt drauf, ich hoffe, damit irgendwo auch KI-Autos unterwegs sind. Da habe ich jetzt doch die fehlerhafte Version drauf. Die KI-Autos verhalten sich tatsächlich auch ein bisschen komisch, ne? Aber sie fahren zumindest jetzt nicht mehr durch Deiche und so wie es aussieht, habe ich tatsächlich nicht die richtige Webversion drauf. Die habe ich dann aufgepackt. Alter, wer ist feiner Graf? Wahrscheinlich 15 Subs an die Community. Macht damit bestimmt Level 5. Bull, danke für 15 Subs nochmal an die Community. Mega nice, danke dir. Und hier schon wieder mit den Autos los, Leute. Natürlich alles Cosplay. Es muss auch um bestehende Safe Games gehen, oder? Ich habe das natürlich immer nur mit dem neuen Safe Game getestet. Habe ich heute, ich lese gerade schon einmal durch, auf Anhieb sehe ich eigentlich nichts. Doch, da kommt ein Auto. Krass, wie, ach da. Ja, also ich habe mich hingesetzt und diese ganzen Splines Connection Routen angelegt. Man sieht es hier über die Tasten leider nicht, glaube ich. Ne, es ist eine furchtbare Arbeit, wie ich schon erwähnt hatte und auch vermutet hatte. Da kann man eine Menge Stunden zusetzen. Also ich habe bestimmt 20 bis 25 Stunden in den letzten 3 Tagen diese Splines verlegt, diese Routen, auf denen die KI fährt. Und die KI kann halt sich überlegen, wobei KI bei den Autos sei mal dahingestellt, ne? Ob sie, wenn sie von hier kommt, gibt es komplette Variablen. Sie kann geradeaus fahren, sie kann links fahren. Gleiche natürlich, wenn sie von hier kommt, kann sie rechts fahren, kann hier rumfahren. Also sozusagen alle Möglichkeiten in so einer Kreuzung sind eingerichtet. Kann man fast ein bisschen auch mit Autodrive vergleichen, ne? Wo wirklich auch von jeder Route zu jeder Position gefahren werden sollte können. Ich zeige euch kurz auf der Übersichtskarte, welche Routen ich bisher ungefähr eingefahren habe. Und das ist einmal, ich sag mal, hier so in diesem Bereich, hier drüben bis auch bis hier, Feld 25, bis hier außen ist eingefahren. Die City, der Kreisverkehr, sollte soweit eingefahren sein. Ein bisschen was in der Stadt, wobei da werde ich nicht ganz so viel Verkehr machen, weil, ne, kann man sich natürlich vorstellen, das wird nachher sonst nur zu Chaos führen. Danke für nochmal 1000 Bits, auch an Kurt natürlich. Achim, danke für 100 Bits, vielen Dank für euren krassen Support, wieder vielen lieben Dank. Ja, hier sind auch ein paar Autos unterwegs. Also nach bestem Wissen und Gewissen. Und da ist mir auch noch ein großes Problem aufgefallen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das nachher perfekt abgestimmt kriege. Das ist einfach auch das nächste totale Panne-System von Giants. Ich sag mal, die Autos fahren auf einer Route. Und jetzt will es, ich sag mal, von hier will es hier rüber biegen. Es ist aber vielleicht irgendein Auto schon auf dieser Route, die auf dieser Straße entlang geht. Dann will das Auto einfach nicht dahin fahren. Wartet, bis dieser Streckenabschnitt frei ist. Total dumm. Das heißt, also, das habe ich nämlich auch nicht direkt am Anfang gemerkt. Das heißt, so eine Route von, ich sag mal, von hier bis Lidl jetzt da hinten zum Beispiel, ne, besteht nicht aus einer Route, was ja eigentlich logisch wäre, eine Route, weil es ist nur eine Gerade und die fahren einfach, ne, fahren hinterher. Nein, es ist gestückelt. Ich glaube, ich habe 5, 6 Routen draus gemacht. Damit sozusagen nicht hier der Verkehr sich auf 10 Autos anstaut, bis sie dann mal merken, oh, die Strecke ist frei, ich kann hier längs fahren. Also echt, ne? Also Modding war wieder hervorragende Technik, Leute. Erstmal das mit dem Multifruit, mit der Anzahl der Felder das Problem und dann dieser Quatsch mit den Splines. Ich weiß, einige werden sagen, ich brauche keine Splines, ich mache KI-Verkehr eh aus. Aber für mich gehört es dazu, ich möchte gerne überall ein paar Autos fahren haben. Und das wird auch das zeitintensivste sein, was ich bis zum Release noch machen werde. Ne? Ich werde noch ein paar Fehler fixen. Holger hat auch schon ein bisschen was gefunden. Und ja, da sieht man hier. Er war wahrscheinlich da hinten irgendwo ein Auto auf einer anderen Strecke. Und dann KI hält sich an. Also die Autos, hoffe ich einfach, werden sie auch noch besser patchen. Das Verhalten der Autos. Oder ich muss gucken, ob ich die Autos in die Karte integriert kriege. Und die Kollisionsboxen der Autos irgendwie ändern. Ich weiß noch nicht genau. Ich weiß. Danke natürlich für den Hype-Train, ne? Quachitos noch mit dem Sub am Start. Danke, Pisello. Und vielen lieben Dank, liebe Leute. Ja, es ist nervig, ne? Also, das Modding war wieder echt, was das angeht. Ich habe zwar auch gut geschafft. Viele, viele Routen verlegt. Hier oben bis zum Stadion. Hier oben rum bin ich auch schon. Ich bin auch einmal tatsächlich hier außen rum schon bis
bis Feld 41 kann man sagen und dann hier unten auch rum bis zum Depot, aber ja, ich sag mal, dieser ganze Bereich fehlt noch, hier die Insel fehlt noch und hier oben dieser ganze Bereich fehlt noch. Das wird, weiß nicht, ob ich es komplett fertig kriege bis Donnerstag, aber ich möchte schon noch einzelne Abschnitte fertig kriegen. Ja, könnt ihr bestätigen. Also das Auto, das Verhalten der Autos ist jetzt teilweise schon komisch. Und ich habe mir es auf den Standardkarten angeguckt, die haben das eigentlich auch nicht teilweise, dass sie irgendwie gesagt haben, eine Linie, also ich kann es euch noch nicht genau sagen. Ich weiß auch nicht, ob es nachher irgendwie zu Riesenstaus an irgendwelchen Stationen kommt, weil KI dann eben merkt, ach nee, auf der Route fährt ja gerade eine, also traue ich mich dann auch nicht hinzufahren. Auch hier lässt sich jetzt nicht erkennen, warum er hier nicht einfach klar durchzieht, ne? Ich weiß nicht, ob es der Millimeter ist bei den Splines oder ob er einfach irgendwo eine Kollision erkennt und deswegen meint, nö, jetzt fahre ich mal lieber ein bisschen vorsichtig. Also KI-Verhalten, Leute, mit Vorsicht zu genießen. So, aber das zum Thema Modding. Ich würde sagen, wir machen mal lieber ein bisschen weiter hier. Und zwar, Holger hat das Autodrive-Netz vervollständigt und wir haben natürlich auch immer noch Kursplay mit am Start. Habe ich jetzt nicht geupdatet. Ich glaube, ich habe es schon wieder gesehen, dass es schon wieder ein neues Kursplay-Update gibt, aber nicht so schlimm. Guten Abend, moin moin. So. Dann lass uns mal gucken. Abfahrerfeld 15, 16, Abfahrer 16. Da wollten wir jetzt gleich eine Düngermission aufnehmen auf Feld 53. Oder wie war das? Was hatten wir an Missionen aktiv? Dann muss ich gucken. Düngen auf 70 ist abgeschlossen. 37 und 16. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Was ist das für eine Mission, ne? 16 und 37. Ach so, 16 wollten wir hier vorne dann machen. Und danke für den Prime Sub und YouTube Trainer. Danke für eure Bits. Danke für euren Support. Für alle nochmal Supportbirne, ne? Vielen, 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 vielen Dank. Sieht man gar nicht. Ein bisschen. So sieht's aus, so sieht's aus. Download-Links, ne, also ich habe natürlich meine eigenen Mods von meiner Homepage logischerweise und ansonsten gibt es aktuell noch keine Modlist, noch keiner rangesetzt. Spielsound ist aus tatsächlich, gut gesehen. So könnte Spielsound da sein. Pinneberger Kennzeichen wird das Verhalten erklären. So, gut Leute, also wir wollen mal hier erstmal einen Job erstellen. Auf der 16. Feldarbeit war eigentlich schon richtig. Mit dem Fahrzeug sind wir eigentlich auch richtig. Das glaube ich einmal falsch geklickt. So, jetzt der Wegpunkt. Öffne. Das ist ja, das bleibt ja irgendwie gespeichert. Ne? Das ist alles schick. Auf Bahn, ein Dings, alles schick. Solange man mal immer die gleichen Fahrzeuge da dran hat, ist alles auch kein Problem. Stop starten. Gehen wir noch in den. Ne, okay. Den speichern. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht noch irgendwas anderes dann klebte, ne? Düngen 42 Meter. So, moin, moin, moin. Jetzt weiter natürlich zu den Bahnen, ne? Zum Startpunkt von den Bahnen.
Das glaube ich geht in der neuen Version, ne? Wie gesagt, die Version habe ich noch nicht drauf, deswegen kann ich das jetzt hier noch nicht. Moin, moin. Ja, aber das zum Stand vom Modding. Natürlich haben wir ein paar Fehler behoben. Ich habe mich rangesetzt und die vorhandenen Fruchtsorten, die ihr seht, mal überall diesen kleinen weißen Beschreibungstext da unter weggenommen, weil man sie ja eh nicht mehr lesen kann im neuen LS. Deswegen steht da unter nicht mehr, dass das Saatgut ist oder steht nicht mehr darunter, dass das Eier sind. Das ist ja einfach durch die neue Reissortierungsliste nicht mehr erforderlich, dass da unter ein Weiß steht, was es ist. Dementsprechend habe ich die alle rausgenommen und die Fotos ein bisschen größer skaliert, so weit wie möglich. Und jetzt fehlen natürlich noch 10 Fruchtsorten vom Standardspiel. Ja, Schokolade und Möbel und diesen ganzen Kram. Dafür wollte ich eigentlich auch noch eigene Symbole machen, Steine und so weiter. Das ist noch eine kleine Baustelle bis zum Release. Wie gesagt, die größere Baustelle noch ein paar Routen anlegen. Und Multifruit, ja, wie gesagt, es wird wohl, so wie es aussieht, Stand jetzt Roggen und Dinkel geben. Roggen basiert in der Regel auf Gerste, weil es einfach auch in Wirklichkeit relativ ähnlich aussieht. Und Dinkel basiert auf Weizen erstmal, weil es auch relativ ähnlich aussieht. Ich habe mich jetzt noch nicht komplett mit Texturieren auseinandergesetzt, das ist wieder eine Wissenschaft für sich. Dementsprechend, da komme ich auch erstmal nicht zu, sondern das wird dann höchstens sich farblich minimal absetzen. Aber ansonsten hat es das gleiche Prinzip, die gleichen Ertragswerte, gleiche Wachstumszeiten und alles eigentlich. Erstmal nur drinne und dann kann man immer noch sehen. Mischgetreide, ja, wie gesagt, Mischgetreide würde denn, wieso müsste ich auch an mir eine nehmen, also Weizen nehmen oder Gerste nehmen und dann würde das genauso aussehen, ne? Das würde hier zwar eine leicht andere Farbe kriegen in der Übersichtskarte, dass es nicht hundertprozentig die gleiche Farbe ist, aber auf dem Feld sieht es nachher eben so gut wie ich, ne? Identisch aus. Weil das Texturieren von Früchten, wie gesagt, ist ein bisschen eine Wissenschaft für sich, dass es nachher gut aussieht, ne? Genau. Also, wie ich gerade eben auch schon erwähnt hatte, am Sonntag bekommen die Gutsherren, Landwirte und Substufe 3 die Beta-Version und im Abgleich der Daten einmal bitte eure Daten an info@fakeaction-letsplay.de und ich sage auch, keiner, ne, von wegen nach dem Motto, jetzt noch, das noch, jetzt, wer sich jetzt noch neu anmeldet, würde das nicht mehr kriegen. Das ist dann zu kurzfristig. Gerne natürlich trotzdem aktives Kanalmitglied werden, würde ich mich drüber freuen, aber ich würde jetzt nicht noch das weiter verbreiten. Soll nämlich nicht jetzt irgendwie auffordern, sich ein Abo da irgendwie zu gönnen, damit man die Karte jetzt irgendwie 5 Tage vorher kriegt oder so. Ne? Das ist jetzt nicht der Sinn der Sache. Das ist wirklich für die gedacht, die schon langfristig supporten und ja, dementsprechend so ist das. Und dann geht es nicht darum, jetzt hier, ich sag mal, die Marsch von morgens bis abends zu streamen, ne? Oder davon Videos rauszuhauen oder irgendwas. Sondern versteht es bitte als Bonus für euch und aber ein Stück weit auch als Beta-Tester. Ne? Also es geht nicht, wie gesagt, darum jetzt, ha, ich habe die Marsch schon vorher, sondern vielleicht schreibe ich auch rein, Stream und so, nein. Für sozusagen und testen, spielen gerne. Das Handels von Landwirt in MV, das sozusagen dann darf, einen Tag vorher oder 2 oder 3 Tage, das ist ein Stück weit natürlich, weil Shelly das auch so zugesagt hat in der Nachricht. Ich war ja auch erstaunt, dass er überhaupt bei uns angefragt hat und das ist ziemlich so zugesagt. Und jetzt stehen wir natürlich auch dazu und rudern da nicht mehr zurück, ne? Das ist ganz klar. Trotzdem geht es mir jetzt nicht darum, von wegen am besten gerade Landwirt geworden oder Twitch-Stufe 3. Irgendwie vor 2 Wochen so ungefähr, um jetzt die Karte zu kriegen und dann gleich hier von morgens bis abends End of March zu streamen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Sage ich auch ganz ehrlich. So. Und danach, ne, ab Release könnt ihr machen, was ihr wollt, theoretisch. Spielt, streamt, nimmt Folgen auf, macht, was ihr wollt. Und natürlich gerne, liebe Leute, ihr wisst es, einen Link zum Original-Download mit einbauen in eure Beschreibung und dann ist alles schick. Weil es ist, wie gesagt, es ist ein Beta-Test wirklich als Vorteil. Ich möchte nicht, dass da jetzt noch groß Neid entsteht oder irgendwie Missgunst, weil einige Leute das jetzt vorher kriegen. Das sind halt wirklich Supporter. Die haben die Möglichkeit, da am Beta-Test teilzunehmen. Es wird keiner gezwungen, also ihr müsst nicht teilnehmen am Beta-Test. Ihr könnt es, es ist freiwillig logischerweise. Ansonsten kriegt sowieso jeder die Karte ab Donnerstag. Und vorausgesetzt, es bleibt, ne, also es kommt nichts dazwischen. Das ist ja, ne, das ist ja immer klar.
Wollte ich eigentlich wegstellen. Schneidwerk lassen wir draußen stehen. Also ein Produktionspaket wird sich Stück für Stück aufbauen. Das kann ich gar nicht so schnell alles, ne, alles umsetzen, logischerweise. Und sobald Produktionen kommen, sind natürlich auch immer Map-Updates erforderlich, weil dann die Karte halt neue Fruchtsorten oder Fülltypen kriegt, ne? Aber das ist denn bei solchen Fällen dürfte es eigentlich, ich weiß es noch gar nicht im LS22, aber im Normalfall ist es einfach Karte austauschen und schick. Ausrufezeichen Marsch musst du selber einrichten, Shelly. Jo. Dazu schnell zu häufig Release geht wahrscheinlich nicht. So, dann soll man nicht noch gucken, dass wir ein bisschen mehr Geld noch kassieren. Also 16 wird ja aktuell beackert. Wo hätten wir denn sonst noch Missionen für Düngen? 37 ist noch aktiv. Was hat er denn überhaupt? 2800 Liter, da müssen wir wahrscheinlich nochmal einkaufen. 32. Ich glaube, ich fahre nochmal einkaufen. Wollen wir schon mal gucken. Einkauf bei Reifeisen. Wieso zeigt er mir jetzt eigentlich diese blauen Linien so? Verstehe ich noch nicht so ganz. Muss ich da irgendwas wieder? Ist es. Ich muss es, glaube ich, nur einmal aktivieren und wieder deaktivieren, ne? Also Fülltypen definiert man 22 in den Produktionsmods. Das ist ja nicht ganz richtig. Ich definiere das in Verkaufsstellen. Ne? Also der Fülltyp selber wird in der Karte bei mir definiert und die Produktion basiert in der Regel darauf. Und die Produktion sozusagen, also die Fülltypen müssen dann ja auch verkaufbar sein an den Supermärkten. Also meine Fülltypen werden praktisch dann über die Karte definiert. Nicht über Produktion. Und ganz genau, bei Map Updates seht ihr in den Streams oder in den Folgen natürlich klar, was ihr machen müsst, wenn irgendwie gravierende Änderungen sind. Deswegen wollte ich eigentlich schon gucken, dass ich zumindest diese 2-3 Modfrüchte noch mit reinkriege. Lassen wir mal mit 7000. Zur Not fahren wir nochmal wieder hier hin. So, 32. Und ihr könnt jetzt auch schon sehen, ich kann mal gucken, ob es funktioniert. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, aber theoretisch könnt ihr auch ein Stück weit, logischerweise, über diesen komischen Standardfahrer vielleicht Ziel setzen. 32 ist da oben, da bin ich noch nicht ganz fertig. Aber vielleicht fährt er bis hier. Vielleicht aber auch nicht. Wo hier Route ist. Das ist der andere Düngerstreuer, der leer, ich wollte gerade sagen. Oder ist das das Fahrzeug auf dem Feld, was jetzt keinen Sprit mehr hat? Also so fährt er noch nicht so wirklich los. Ich weiß nicht genau warum. Also die KI ist wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Hier wurde manuell gestoppt. Geh mal ein bisschen näher ran. Kann sein natürlich, dass es hier so ein bisschen verschoben ist. Ach nee, das ist der 7, das ist der hier, ne? Freie Fahrt fährt zum Zielpunkt. Sehe ich jetzt nicht wirklich, dass er irgendwie fährt. Also ich empfehle Auto 3 oder selber fahren. Warum auch fahren kann ich jetzt. Mache ich nochmal Ziel setzen. Mal gucken, ob ich hier irgendwo hinkomme. Es wird ein Stück verschoben sein. Und es ist halt ein bisschen schwierig, weil ich die Straßen noch nicht komplett nochmal in den Vordergrund gelegt habe. Danke für den Sub.
Nee, auf anderen Karten wird es nur funktionieren, wenn die anderen Karten die Fülltyps haben. Also ich glaube nicht, dass ich zusätzlich da, wie gesagt, eine Registrierung mit in die Mods reinschreibe. Sondern das glaube ich nicht. Das ist auch nicht mein Anspruch. Das ist mir egal. Wenn eine andere Karte es gibt, die dann die gleichen Fülltyp-Bezeichnungen hat, dann werden meine Mods auch auf anderen Karten funktionieren. Aber ich werde mir, ne, für sowas keinen Zusatzaufwand machen. Das ist mir egal. So, jetzt bin ich doch auf der Geraden. Wieso fährt er denn noch nicht? Also ich übe selber noch mit diesen komischen Dingern. Normalerweise ist hier eine vollständige Route. Warum er jetzt hier nicht fährt, keine Ahnung. Hat er Angst oder meint er, dass da auch noch ein anderes Fahrzeug auf der Strecke hängt? Ich weiß das nicht, Leute. Danke fürs Ab. Darf ich das dann machen? Das glaube ich, nee, weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Danke deine Abfrage, danke für Angebot und so, aber das kommt drauf an. Ich guck's mir an, ne, was das denn genau ist. Aber grundsätzlich sind meine Produktionen auch für meine Karte. Und wenn jetzt jemand anderes eine Map hat, gebaut hat, die halt die gleichen Fülltypen hat, kann man logischerweise die Produktion auch andersweitig nutzen. Ansonsten nicht. So, 31, 37, welches Feld nehme ich denn jetzt mit dem? Ich wollte eigentlich 32, ne? Das ist trotzdem merkwürdig. Normalerweise müsste da hinfahren. Das KI stellt sich einfach so dämlich an. Gucken wir aber dieses kleine Stück. Ne, da sagt er, ist nicht erreichbar. Das ist dann wahrscheinlich, weil es knapp neben der Straße liegt. Geht heute gar nicht, keine Ahnung warum. KI ist echt nervig. Sag ich euch. Ich meine ja auch, wo sind die anderen Autos? Normalerweise müssten ja auch andere Autos rumfahren. Da hinten kommt mal eins. Und das fährt eigentlich auf der gleichen Route, ne? Nur mal so als Info. Die Autos, die hinter uns jetzt sich langsam anschleichen oder jetzt gleich abbiegen, fahren auf der gleichen Route. Ja, macht ja keinen Kopf drum. Wie gesagt, ne? Auch hier, warum er da anhält, macht überhaupt keinen Sinn. 0,0 Sinn. Das sind Routen einfach vollständig, keine Ahnung. Das nervt echt. Da waren, glaube ich, die alten Routen, die einfach einen Kreis bilden, besser als das neue System, was irgendwie miteinander verknüpft wird. Total, naja. Nur Kopfschütteln, ne? Glaube ich, soll ich mir das sparen, noch weitere Zeit zu investieren. Ich meine, teilweise fahren sie gut, ne? Das sieht gut aus. Aber warum er jetzt da vor der Kurve auch so komisch langsam wird, macht auch nicht so viel Sinn. Und warum er anhält vom Abbiegen, macht auch keinen Sinn. Also, ja. Ihr seht das, ne? Es fahren jetzt zwar überall Autos und das waren auch, wie gesagt, wie ich schon sagte, 20, 25 Stunden Arbeit, dass hier überhaupt Autos fahren, so überall, so miteinander verknüpft auch, von wegen mal hier längs können oder da längs können, aber die KI-Autos vom Giants kommen überhaupt nicht damit zurecht, diese Flexibilität, glaube ich, zu haben. Oh, ja. Super nervig. So, 32. Ich muss erst mal gucken. Aktuell abstimmen. Wie startet ihr die NF Marsch vierfach, liebe Leute? Startet ihr die Marsch komplett neu? Nehmt ihr das Geld mit oder nein, das ganze Safe-Game? Oder fangt ihr bei Null an? Nehmt gerne teil an der aktuellen Umfrage, liebe Leute. Und auf YouTube sind wir am Ende der ersten Folge. Ne? Also ihr wisst ein bisschen Bescheid. Bis zur nächsten Folge. Danke für Support. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.